heutige Spiel darf man sich als Fußballfan auf keinen Fall entgehen lassen. Da ist alles drin. Die Fußballwelt schaut zu, wir auch. Wer kann sich in diesem Spiel durchsetzen? Jetzt finden wir es heraus. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfans daheim an den Geräten. Ich begrüße Sie hier im Stadion an der Alten Försterei. Ich bin Wolf Fuß und ich werde dieses Spiel heute gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie zu Hause kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Union Berlin gegen SC Freiburg. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das an. Er kann es machen. Macht er richtig gut. Perfekt getimt. So werden die Gastgeber beginnen. Frederik Renault ist im Tor. Diogo Leite spielt mit Kevin Vogt in der Abwehr. Yannick Haberer steht gemeinsam mit Rani Khedira auf den zentralen Positionen. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Der SC Freiburg beginnt mit dieser Aufstellung. Matthias Ginter spielt mit Manuel Gulde in der Verteidigung. Nicolas Höfler steht mit Maximilian Eggestein im Zentrum und im Sturm. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Und damit ist das erste Tor dieser Partie hier gefallen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Eggestein. Ritsu Doan. Den Zweikampf führt er sehr gut. Ritsu Doan. Michael Gregoritsch. Das ist Eggestein. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Kein Tor, der Torhüter ist da. Michael Gregoritsch. Das ist Ginter. Maximilian Eggestein. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Gut gespielt, dieser Steilpass. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Hier. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ritsu Doan. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Guter Pass jetzt. Ganz stark. Oh, das könnte was werden. Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Haberer. Rani Khedira. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal Durchatmen angesagt. Das war eine richtig starke Leistung hier vor der Pause, oder? Wie hast du es gesehen? Konnte in dieser Begegnung bereits zwei Treffer machen. Die Mannschaft führt. Ich glaube, da kann man wirklich zufrieden sein. So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2.
Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Eggestein. Das könnte was werden jetzt. Aber das stellt sie doch vor keine großen Probleme. Das sieht vielversprechend aus. Alles andere als ein guter Pass hier, wissen Sie selber. Komm, Ball rollt ins Aus, Einwurf. Sie wechseln jetzt. Roland Salai. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da kann er ihn stoppen. Viel mit Auge. Tor, da ist es. Wichtig, dass sie das machen. Jetzt sind sie hier mit zwei Treffern vorne. Gut. 3-1 heißt es also jetzt. Muss natürlich Freistoß geben. So langsam wird es gefährlich. Das ist Vincenzo Grifo. Vincenzo Grifo. Ist das der Anschlusstreffer? Er trifft und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Klar, gibt Freistoß. Noch gibt es für diese Aktion nur eine Ermahnung, aber beim nächsten Mal wird das nicht mehr ausreichen. Ganz energisch. Höfler. Ginter. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Oh, da ist er durch. So, sie kommen noch mal. Jetzt müssen sie es fast machen. Ein Tor Rückstand und lange ist hier nicht mehr. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Michael Gregoritsch. Und dann ist der Ball doch weg. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Da ist er zur Stelle. Diogo Leite. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Jetzt Volland. Das ist der Schlusspfiff und damit steht es nun fest. Die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Knapper Sieg am Ende, ein enges Ligaspiel und man merkt ja auch, sie atmen durch. Das hätte durchaus anders ausgehen können und das wissen sie. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.